Hofanbau im Baltikum. Zurück zu den Bussen genießen wir das rege Treiben in den herrlichen Gassen mit den Einkaufsläden und Cafés. Willkommen zum Frühschoppen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind bei guter Gesundheit, bei einem guten Bier, bei schönem Wetter und auf einem tollen Schiff. Weiterhin gute Fahrt und einen fantastischen Urlaub. Prost! Na здоровье! Sehr geehrte Damen und Herren, dann wünschen wir Ihnen noch viel Vergnügen, ein Prost allen. Stoßen Sie den Kapitän an, amüsieren Sie sich und jetzt geht's natürlich weiter. Wieder mit vielen Stimmen und viel guter Musik mit Engelbert Rommel Swing Society. Braunen Zucker in ein Original Irish Coffee Glas reinzutun. Dann kommt natürlich der Tullamore Dhu Irish Whisky über den braunen Zucker. Das wird der Murat umrühren. Dann natürlich darf der Kaffee nicht vergessen werden. Der kommt direkt oben drüber. Das kann man auch dann nochmal schön umrühren. Und natürlich, was ich jetzt vergessen habe,
Wenn es natürlich Winter ist, Ihnen ist kalt, kann man natürlich immer mehr einen Schwups mehr Whisky nehmen. Dann natürlich kommt die Schlagsahne. Kommt immer drauf an, ob Sie mehr benötigen oder nicht. Aber wir nehmen immer ganz viel Schlagsahne für Sie. Und als Dekoration kommt denn obendrauf Kakaopulver. Ist auch bestimmt, manchmal mögen Sie weniger, manchmal mögen Sie etwas mehr. Wir zum Beispiel servieren Ihnen hier in allen Bars mit Strohhalm auf einer Untertasse und voilà, der Irish Coffee ist fertig. Unser Kapitän hat am 6. August im Hafen von Klaipeda in Litauen festgemacht. Klaipeda, ehemals Memel, ist die mit 200.000 Einwohnern drittgrößte Stadt Litauens und liegt am Anfang des Korischen Haffs. Die Stadt erstreckt sich zu beiden Seiten des Flusses Dane. Wir starten unseren Stadtrundgang am Brunnen des Ännchen von Tharau vor dem Theater. Der Rundgang führt uns zu einer Folklore-Veranstaltung. Thank you.
Wir verlassen die Stadt Richtung Ostseestrände. Die schönen Ostseestrände laden uns zu einer Pause ein. Wir verlassen nun den Hafen von Klaipeda und Kapitän Vadim Khrushchuk nimmt Kurs auf Bremerhaven. Mit diesen Eindrücken möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Und vielleicht sehen wir uns wieder, wenn es wieder einmal heißt: Leinen los mit der MS Astor.